Und damit willkommen zurück zu Lost Sphere. Wir sind jetzt hier in Selny und haben Dianto. Und müssen jetzt in den Osten der Karte. Das heißt, wir segeln jetzt hier schön einmal nach Westen. Weil wir müssen noch in den Osten, lieber Tro. Ja, aber... wir können jetzt zum Glück zur Karte durchquer. Und hier dann schön lang. Südlande von Gracia. Irgendwo war doch hier der Weg hoch. Hier. Antriebserinnerung. Und hier ist ein Weg nach oben. War es jetzt die Nabelspitze? Bald kommen wir an ein kleines Dorf. Es liegt außerhalb des militärischen Einflussbereichs des Imperiums. Da ruhen wir uns aus, sofern das Dorf nicht auch verloren ist. Apropos, Obaro. Als wir gegen Semrod kämpften, wolltest du etwas sagen? Dinge verschwinden wegen Monstern, so könnte man es wohl betrachten. Trotzdem, wenn ihr uns die Monster besiegen lasst, kommen wir an Erinnerungen. Und mit diesen Erinnerungen können wir Verlorenes wieder erscheinen lassen. Aber der Gedankengang des Imperiums ist unlogisch. Die Ursache für all dies ist doch... wenn du etwas weißt, Obaro, dann sag es uns. Nun, ich habe Theorien, dass der Mond etwas mit all dem Verlust zu tun hat. Der Mond? Du meinst den am Himmel? Klingt mir nach einem Märchen. Es ist nicht nur ein Märchen. Diese Welt durchläuft Zyklen der Schöpfung und Zerstörung. Unvorstellbares Ausmaßes. Ich glaube, der Mond spielt bei diesem Kreislauf eine Rolle. So einen Schrott habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich habe natürlich keine Beweise. Aber ich ging vor langer Zeit diesen Verlorenen und erwachte nach Äonen in diesem Zeitalter. Während ich verloren war, spürte ich sie, aber die Erinnerung des Mondes. Tiefe Einsamkeit und Trauer und doch ein kleiner Funke Wärme und Hoffnung. Irgendwie hat dies Einfluss auf die Welt, auf die Zerstörung und Wiedergeburt der Welt. Das sagt mir mein Gefühl und daran glaube ich. Der Mond ist also traurig? Das willst du uns erzählen? So eine blöde Zeitverschwendung. Und was noch? Hat der Mond gerade eine Ausraster oder wie? Vielleicht hast du geträumt oder halluziniert, als du verloren warst. Schon mal daran gedacht? Ich kann nicht leugnen, dass diese Möglichkeit besteht. Es ist nicht so, dass ich an dir zweifle, Obaro. Aber ich frage mich nur, ob der Mond so etwas tun würde. Das klingt so unbarmherzig. All diese Menschen mit Gedanken und Gefühlen. Es muss doch einen anderen Weg gegeben haben, als sie alle verschwinden zu lassen. Ich verstehe, was du meinst, Lumina. Wenn der Mond wirklich all das tut, möchte ich, dass er hört, was du eben gesagt hast. Die ganze Welt verschwinden zu lassen, das ist zu viel. Der Mond würde das nicht tun, außer es gäbe einen besonderen Grund dafür. Hoffnung, vielleicht könnten wir irgendwie diese Hoffnung sein. Vielleicht würde der Mond dann aufhören. Also ich für meinen Teil glaube, es könnte funktionieren. Denn selbst in Zeiten wie dieser hat der Mond noch Hoffnung. Kommt schon, Leute. Lassen wir den Blödsinn und wenden uns kurz der Realität zu, ja? Wir haben schon genug Zeit mit diesem Quatschen vergeudet. Du sagst also, dass weitere Dinge verloren gehen. Solange es den Mond gibt, sollten wir den Mond dann etwa zerstören oder was? Merkt ihr, wie bescheuert diese Unterhaltung ist? Sparen wir uns den Atem. Im Moment müssten wir tun, was wir können. Und dabei finden wir dann auch die Wahrheit. Und um das zu tun, müssen wir diese Narbenspitze überwinden. Dann können wir uns Hilfe aus Gracia sichern. Darauf müssen wir uns momentan konzentrieren. Die Imperiale Armee. Hey, Van, du sagtest doch, Gigante würde diese Gegend nicht kontrollieren. Psst, sei still. Mensch, die wollen uns doch veralbern. Die sind doch nie und nimmer hier draußen.
Und wir wären auch nie hier, wäre nicht die Sache mit dem Vulkopanzer. Halt einfach die Augen offen, wenn wir sie erwischen. Winkt uns nicht nur einen Orden, sondern vielleicht auch eine dicke Belohnung. Offenbar hat man Soldaten nach uns ausgeschickt. Soll ich sie erledigen? Nein, es könnten mehr als diese drei sein. Wenn wir Lärm machen und sie Verstärkung rufen, kommen wir noch in Bedrängnis. Meinst du, wir könnten eine Sonderbeförderung bekommen und Generäle werden? Die Belohnung können wir aufteilen, aber den Orden behält der, der ihn kriegt. Okay, Leute. Sind sie weg? Ja, aber wir sollten auf der Hut sein. Nur für alle Fälle. So, wir müssen nach oben. Ich muss jetzt da unten lang, glaube ich. Ja, ich muss hier irgendwo hoch. Hä, bin ich blind? Scheinbar schon. Hä? Ach, da. Und da hoch. So. Den zerstören. Ich glaube, dann können wir hier noch was holen. Mit Yanto zu spielen ist ganz interessant. Ich hoffe, dass es sich lohnt für die Kiste. Ich sterbe für Kisten. Lila Spirit Need. Oh, ich glaube, Lila Spirit Need hatte ich jetzt noch gar nicht. So, dann jetzt hier lang. Und wir müssen nach oben kommen. Wow. So. Oh, Motorhammer. Da können wir doch gleich mal gucken. Da können wir doch ihn gleich mal ausrüsten. Oh ja. Schön, dass wir so viele haben. Hier gehen wir mal nach oben. Ich glaube nicht, dass da noch mehr ist. So. Schöne viele Leitern. Wobei es halt auch da ein bisschen nervig ist. Aber okay, gut, es muss ja authentisch wirken. Wo ich hier einfach aus unterhalb um die herumrennen kann. Finde ich ganz vorteilhaft, muss ich nicht so viel kämpfen. Oh. Ich glaube, hier komme ich jetzt um Kampf nicht drum herum. Doch, ich komme drum herum. Ach, vorbei, komm, das ist ein Einzelner. Oh, 127 geht. Aber es reicht noch nicht. Oh, wow. Warum Doppelschlag? Okay, ich weiß jetzt nicht, warum ich einen Doppelschlag gemacht habe. Wenn ich hier lang gehe, was finde ich hier? Hier finde ich einen anderen Weg. Ah, Mann, das ist immer ätzend. Okay, das war einfach nur so zum Zerstören. Ich weiß halt nicht, ob ich da jetzt lang soll, ne? Das ist eine riesengroße Höhle. Also es ist nicht gerade ohne.
Ab hier kann ich angeln. Oh, verdammt. Ich wusste es. Ich wusste es sowas von. Na, komm. Schön. Das war schon mal ein guter Treffer. 119 ist jetzt nicht ganz so ein guter Treffer, aber egal. Grummeln. Flamme. Was? Wieso ist denn der tot? Warum hat es den jetzt erwischt? Jetzt bin ich gerade baff. Gut, der ist auch erledigt, aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum es den anderen jetzt nicht erwischt hat. Also warum es den überhaupt erwischt hat. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Habe ich echt nicht auf seine Lebenspunkte geachtet? Dann Gegenstände. Trank. So. Haben wir bald ein Level up. Von dem her. Da ganz locker ran. Und hier kommen wir wieder raus. Oh. Das heißt, hier erwartet uns jetzt gleich was ganz Großes wieder. Ja, es war klar. Oh Mann. Warte, da ist jemand. Das ist Galdra. Ich habe dich erwartet, Kanata. Lauern deine Wachen in der Nähe, um uns zu überfallen? Keine Sorge, ich bin alleine hier. Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber er stand unter meinem Kommando. Ich sollte diese Angelegenheit persönlich mit euch regeln. Regeln? Erst den Zwielichtern zur Flucht verhelfen, dann das imperiale Kommando auf Selnie sabotieren. Ich wüsste gern, warum ihr solch verwegene Verbrechen begangen habt. Aber es bringt wohl nichts, euch zu fragen. Weil wir die Wahrheit erfahren haben. Die Wahrheit über den unmenschlichen Krieg, den Gigante führt. Die Wahrheit über die schrecklichen Waffen, die ihr entfesselt habt. Ihr habt nicht nur zahllose Menschenleben ausgelöscht, ihr habt auch die Erinnerung vernichtet, die wir brauchten, um Verlorenes zurückzuholen. Es war eine schmerzliche Entscheidung, die Lord Zemrod treffen musste, um Frieden und Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Selbst wenn ihr alle Monster vernichtet, kehrt nichts, was verloren ging, zurück und die Theromit-Waffe des Imperiums hat alles ausgelöscht. Jetzt haben wir nichts mehr, was wir brauchen, um Verlorenes zurückzuholen. Ich bin nicht hier, um zu verhandeln. Es tut mir wirklich leid, Kanata. Kommandant Galdra. Okay, ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. Okay, gut, das ist auch in Ordnung. Na komm. Flamme. Jetzt kann wieder Galdra angreifen. So. Galdra habe ich gleich. Gegenstand, Trank. Nee. Wir machen normalen Angriff. Beben. Wunderbar. Alter, 100 Schaden macht der. Wir haben erst 50% hier von ihm weg.
Okay. Der Galdra geht mir doch jetzt ein bisschen auf die Nerven. Oh, verdammt. Oh, 96. Angriff plus. Oh, oh, oh. Muss die Vulkus-Suits anlegen. Skill. Der hält echt einiges aus. Skill. Angriff. Angriff. Oh, der Galdra ist wirklich gut, ey. Ich kann nur hoffen, dass der Galdra mich jetzt nicht angreift. So, schnell den gerettet. Ah, es geht noch, okay. Den habe ich gut überstanden. Das sind 5 Runden wieder. Skill. Bummeln. Skill. Nee, Wasser. Machen wir mal Wasser. Und Skill Zielstrahl. Ich muss ihn jetzt besiegen. So. Na los, Galdra. Ja, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Taten bergen Wahrheit, nicht leere Worte. Was willst du wirklich, Galdra? Genug. Das Imperium muss Frieden und Ordnung wahren. Die Waffe wurde nicht für den Frieden erschaffen. Nur für grausame, gnadenlose Vernichtung, Kommandant. Das Ergebnis mag grausam erscheinen, aber die Maßnahme war notwendig. Die Monsterbedrohung ist verringert und Menschen können in Frieden leben. Notwendig? Leben, die man retten können? Sind für immer verloren. Das nennst du notwendig? Kommandant Galdra, wo sind deine Überzeugungen? Meine Überzeugung? Die wirst du nie verstehen. Ich bin mit Leib und Seele Soldat des Imperiums. Aber ich beneide dich um deine moralische Selbstgewissenheit. Eure Klingen glänzen und sprechen eine klare Sprache. Ich fürchte, meine eigene Klinge ist matt geworden und zittert. Kommandant, geht, folgt eurem Herzen, wohin es euch führt. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Recht habe, euch aufzuhalten. Ich wusste es, Galdra. Du hast ein schwaches Herz und in deiner Pflicht als Soldat versagt. General Thaddeus, was macht ihr denn hier? Na, verstehst du es immer noch nicht? Lord Zembrot hat diese lang vorhergesehen. Er wusste, du würdest ihn verraten. Ich glaube dir nicht. Lord Zembrot hat mir in allen Dingen vertraut. Dann sieh dir doch mal diese Maschine an. Lord Zembrot hat sie nur zu dem Zweck überlassen, euch alle den Garaus zu machen. Der schon wieder, er hat all die Monster auf Selny massakriert. Dabei fällt mir ein, dass ich euch allen danken wollte. Dank der Kampferfahrung, die Gears gesammelt hat, ist er der Perfektion schon viel näher gekommen. Gears, wie? Das ist grausam. Sein Anblick tut mir in der Seele weh. Selny schreit vor Zorn über diese Farce. Was kümmert mich das Gejaule von euch Anarchisten? Und ihr habt nicht die geringste Chance, Gears zu besiegen. Ich kümmere mich später um euch, Galdras Verrat. Erst werde ich euch ein für alle Mal die Mäuler stopfen. Töte sie, Gears. Na toll. Dianto. Ah.
Pass auf, Lumina. Nein. Kommandant Galdra. Dieses Gefühl, es ist so eine Genugtuung. Los, Gears. Bringe jeden Tropfen Blut aus den Leibern dieser miesen Verräter. Was? Was zum... Lumina, ich... Was passiert? Du, warum hast du aufgehört? Vernichte diese alle und zwar sofort. Es ist kaputt. Nein, nein, nein. Lord Zemrod wird dir doch keine kaputte Maschine gegeben haben. Haben die Wissenschaftler einen Fehler gemacht? Woher kannte er deinen Namen? Nein, komm zurück, Gears. Wir brauchen dich noch. Verstanden. Das ist Locke. Ah! Wie es scheint, wurde euch eine Gnadenfrist gewährt. Aber unsere nächste Begegnung wird die letzte sein. Das war Locke. Lumia, Dianto, geht es euch gut? Ja, mir geht es gut. Kaum zu glauben, dass ich verloren habe, aber dieses Ding war stark. Mein Körper hat mir nicht gehorcht. Warum hat er denn plötzlich aufgehört, uns anzugreifen? Ich weiß nicht, aber... Oh, stimmt, Kommandant Galdra hat mich beschützt und jetzt? Vergiss Galdra. Zeig nie einem Feind Gnade, er versucht hat, dich zu töten. Aber am Ende hat er sich zurückgezogen. Shira, wir dürfen ihn auch nicht einfach sterben lassen. Kanata. Keine Sorge, Kommandant Galdra wird durchkommen. Bringen wir ihn an einen Ort, wo wir seine Wunden verarzten können. Was? Seid ihr verrückt? Er ist ein Soldat des Imperiums. Die haben den heiligen Rahed entweiht und Selny ausgelöscht. Wenn wir ihn leben lassen, greift er uns wieder an. Kanata, warum? Warum willst du so jemanden das Leben retten? Kommandant Galdra ist nicht nur unser Feind. Ich glaube an ihn. Und selbst wenn er es wäre, ich glaube, er könnte das Imperium auf den richtigen Weg führen. Die Welt braucht mehr Leute wie ihn. Außerdem, wenn ihr ihn so sterben lassen, sind wir nicht besser als das Imperium. Ja. Shira, Dianto. Wenn Kanata so drauf ist, lässt er sich nicht mehr umstimmen. Das kann ich euch gleich sagen. Wenn er uns jemals wieder angreift, kriegt er meinen Pfeil ins Herz. Er ist schwer. Ich werde ihn tragen. Dianto, nicht du auch noch. Vielen Dank, Dianto. Als Kriegsmann kann ich dich einfach nicht verstehen. Tu, was du willst. Aber Shira, tief im Innersten verstehst du doch, oder? Deshalb hilfst du Kanata, nicht wahr? Nun, da das geklärt ist, sollten wir weiter. Dieses Gears könnte jeden Moment zurückkehren. So, damit würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschüss.